Hallo zusammen, Jahresrückblick 2017, zweiter Advent, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit für dich und deine Familie, ein bisschen Zeit runterzufahren, den Jahresstress langsam ausklingen zu lassen und halt auch Zeit mal zurückzublicken, was in dem Jahr alles gegangen ist, beziehungsweise nach vorne, was alles gehen soll. Ich will mal ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei mir alles gegangen ist im letzten Jahr. Viele von euch waren ja dabei, viele von euch sind neu dazugekommen. Im letzten Jahr habe ich hier auf YouTube 40% neue Follower gefunden. Hallo, willkommen, schön, dass ihr dabei seid. 40% im Jahr wachsen ist natürlich schon eine ganze Menge. Ich hoffe, das geht so weiter. Haben wir alle was davon. Vor einem Jahr, im Dezember, da habe ich angefangen, sehr konsequent Tagebuch zu schreiben. Und zwar wegen dem Buch Tools of Titans. Kann man drüber denken, was man will, ein bisschen umstritten, aber ein paar Sachen sind halt schon sehr gut da drin. Seitdem ich das wirklich konsequent mache, weil er ein paar Tipps gegeben, ich verlinke auf meinen Blogbeitrag. Seitdem schreibe ich das konsequent, seitdem bin ich viel, viel zielstrebiger, als ich sowieso schon bin, und erreiche viel mehr von meinen selbst gesteckten Zielen. Es ist viel weniger so, ich müsste mal, könnte mal, sollte mal irgendwas machen, sondern schreibe es mir auf, ich werde das und das machen und mache es dann auch. Fast immer. Dementsprechend ist letztes Jahr auch noch sehr viel mehr gegangen als sonst. Vor einem Jahr habe ich noch gesagt, ich werde nicht von der Fotografie leben. Ich bin IT-Berater, 80% gewesen, bis einschließlich Juni. Inzwischen lebe ich wirklich von der Fotografie bzw. vom Schreiben. Ich habe letztes Jahr zwei Bestseller geschrieben über Fotografie. Die verkaufen sich immer noch sehr gut. Wir drucken gerade eine Neuauflage von dem Buch, von dem Landschaftsfotografiebuch. Und ich habe dann im Januar angefangen, E-Books zu schreiben. Die haben sich auch sehr gut verkauft. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich beende quasi meine Karriere als IT-Berater und werde Schriftsteller. Und inzwischen lebe ich vom Schreiben. Wichtiger Punkt dabei war natürlich das Magazin, das es ja letzten Sommer gibt, zweite Auflage. Diese Woche gibt es, ich habe noch 200 Magazine, sind mir eingefallen, die liegen bei meiner Mama da auf dem Dachboden in meinem alten Kinderzimmer. Die gehen nächste Woche zu meinen Schwiegereltern, künftigen, vielleicht potenziellen Schwiegereltern. Und die verkaufen die dann halt eben, beziehungsweise schicken sie zur Post, verkaufen tue ich sie. Gibt es ab nächste Woche bei mir im Blog. Dann ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir im Frühling die DJI Mavic Pro gekauft habe, weil damit ist es mir gelungen, euch viel mehr mitzunehmen. Generell, ich habe die GH5 mir gekauft. Die erlaubt mir einfach anders zu filmen als früher. Ich weiß inzwischen auch mehr über Film, da startet ja eine neue Serie, sodass ich wirklich ganz anders filme, nicht nur technisch, sondern auch vom Storytelling her und so weiter. Weniger diese Talking Head-Geschichten mache wie das hier. Das ist sehr gut angekommen, da kriege ich sehr, sehr gutes Feedback und dementsprechend werde ich das natürlich auch ausbauen. Ich gebe mir ja Mühe, euch zuzuhören und das zu machen, was die Masse von euch will. Das passt nie allen, aber das liegt in der Natur der Sache. Dann für uns persönlich natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir beschlossen haben, Christina ist im Januar zu mir gezogen. Wir haben dann irgendwann überlegt, ob wir zurück nach Deutschland gehen sollen. Haben jetzt ein Grundstück gekauft in Deutschland, ziehen im nächsten Sommer nach Deutschland zurück, bauen im Moment ein Haus da, kriegen ein Kind im Frühling. Also da ändert sich natürlich sehr, sehr viel bei mir. Und ich bin gespannt, wie sich das in uns weiterentwickelt. Ja, wie viel Zeit ich noch für euch habe oder ja, keine Ahnung. Wie will sie? Erstmal muss das Kind gesund und heil auf die Welt kommen. Das ist das einzig wirklich wichtige im Moment. Ansonsten, was ist gegangen? Seit letztem Sommer arbeite ich intensiver ein bisschen mit Nikon zusammen. Im Moment arbeite ich auch mit Tamron zusammen, mit Cosy Speed ja sowieso. Also es gibt immer mehr Kooperationen, was eine super Sache ist, weil ich euch natürlich auch mehr Feedback geben kann. Wenn Nikon mir die Kamera nicht gegeben hätte, hätte ich kein Review dazu gemacht. Also da hast du ja auch was davon. Und nein, ich bin nicht gekauft von Nikon, ich kriege auch kein Geld von denen. Um das nochmal deutlich zu betonen, weil ich das immer mal wieder lese in irgendwelchen Foren. Der Wiesner ist ja jetzt von Nikon gekauft. Nein. Also nicht der Wiesner, vielleicht ein anderer. Dann ganz, ganz neu ist ja das 52-Wochen-Projekt. Super Sache. Ich bin mega beeindruckt, wie das Feedback ist. Christina ist dabei, Christinas Vater ist dabei. Ja, ganz viele von meinen Freunden haben mir geschrieben, dass sie mitmachen. Also super Sache. Da habe ich wirklich irgendwie einen Nerv getroffen. Und ich gebe mir wirklich Mühe, spannende Sachen zu machen, unterhaltsame Sachen zu machen und dass wir 52 coole kleine Mini-Projekte zusammen machen. Ich sehe auf Instagram ja ein bisschen, was geht und voll cool. So, um auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was kommt.
Alles ein bisschen getrieben halt von Kind und Hausbau, weil das einfach die wirklich wichtigen Sachen sind nächstes Jahr. Aber es sind wieder einen ganzen Haufen Exkursionen, Abenteuer und im Herbst, Winter dann auch was richtig Großes geplant. Toi, 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 ich hoffe, das funktioniert. Das wird die allermeisten von euch sehr interessieren. Ich werde weiter versuchen, immer mehr halt euch mitzunehmen zum Fotografieren, statt nur was zu erklären. Das wird es aber natürlich weiterhin geben. Auch da ist eine ganze Reihe geplant. Viele alte Videos werde ich neu machen. Ich habe eine längere To-Do-Liste an Videos, die ich einfach nochmal mache, weil ich inzwischen mehr gelernt habe, neue Dinge weiß. Es gibt natürlich auch neue Ausrüstung etc., sodass da weiterhin sehr breites Spektrum an kostenlosen Content zur Verfügung gestellt werden wird. Neben dem Zielfotomagazin und neben sicherlich auch dem einen oder anderen Produkt. Da bin ich gerade was am Austüfteln, was glaube ich auch sehr viele interessiert. Ich nutze Facebook sehr intensiv für die Kommunikation. Ich versuche viel zu lesen, was euch bewegt, sowohl in Foren, wo ich so ein bisschen passiv mitlese, eigene Gruppen, die ich betreibe und natürlich auch auf meiner Seite. Also es lohnt sich, mich auf Facebook zu abonnieren. Da stelle ich hin und wieder auch mal Fragen. Ich persönlich glaube, es wird ein super spannendes Jahr 2018. Sony A7 III wird rauskommen in irgendeiner Weise. Canon und Nikon werden die Systemkamera-Geschichte weitertreiben. Also ich bin der Meinung, da wird unheimlich viel gehen. Dieses Jahr ist nichts richtig Spannendes gegangen, halt konsequente Weiterentwicklung. Auch mit der A9 und der D850 endlich mal zwei Kamerahersteller, die sich getraut haben, mal richtig alles zu geben quasi. Zwei mega gute Kameras und die kaum noch zu toppen sind, außer man macht was anders. Und ich gehe davon aus, dass die entsprechenden Forschungsabteilungen der großen Kamerahersteller da was Spannendes aus der Tasche ziehen. Ich habe keine Insider-Informationen, aber wenn man ein bisschen mitdenkt, ist ja klar, dass es nächstes, übernächstes Jahr irgendwas Größeres kommen muss. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Viel Spaß bei dir selbst. Tagebuch schreiben, mal vielleicht zurückblicken und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Jetzt überhitzt die blöde Kamera schon wieder. Wenn ich eins hasse, dann ist es. Naja. Treat me right. No, I'm a mistake.